Im Oktober 2014 war es wieder soweit. Fanwochenende beim rasenden Roland auf Rügen. Zu Gast war in diesem Jahr 99-45-11, der Meppel. Diese Nummer trug bei der Deutschen Reichsbahn zunächst eine 1899 gebaute, dreifach gekuppelte Nassdampflok mit Nachlaufachse der ehemaligen Kreisbahn Rathenow-Senske-Nauen. 1965 wurde sie im Reichsbahnausbesserungswerk Görlitz rekonstruiert. Tatsächlich glich die Rekonstruktion jedoch einem Neubau, bei dem eine Lok mit neuem Rahmen, Kessel und Führerhaus entstand. Eben jene heute als Meppel bekannte Maschine. Die Lok war 1965 für kurze Zeit auf der Rügenschen Nordstrecke beheimatet, aber dort aufgrund des desaströsen Oberbauzustandes nicht mehr sicher zu betreiben. Anschließend kam sie bei den Prignitzer Kreiskleinbahnen zum Einsatz, bevor sie 1976 ausgemustert wurde. Nach Verkauf in die Bundesrepublik stand sie seit 1977 als Denkmal beim Holiday Park in Hasloch, bevor sie 1998 von der IG Pressnitztalbahn erworben und wieder in Betrieb genommen wurde. Mit ihrer kompakten Optik und dem tollen Sound erfreut sie sich seitdem bei Eisenbahnfreunden großer Beliebtheit und ist regelmäßig im sächsischen Pressnitztal und beim brandenburgischen Pollo unterwegs. Nach fast 50 Jahren war es ihr jetzt vergönnt, im Rahmen des Fanwochenendes wieder Güterzüge und GMPs über die Ostseeinsel zu ziehen. Zum Bahnhof Selwitz, mitten in der Weite von Rügens Südosten, führte die erste Fahrt. Nach dem Umsetzen gab es zunächst eine Scheineinfahrt für die Fotografen und Filmer. Anschließend musste die Überholung durch den Planzug abgewartet werden, der ebenfalls im Reichsbahnlook mit schwarz-roter Vulkanlok 99-46-33 unterwegs war. Eine sehr attraktive Garnitur. Bei der Durchfahrt in Posewaldkreuzung war die Sonne vorerst verschwunden. Zurück in Putbus stand nun ein GMP zum Mitfahren auf dem Programm. Doch dafür musste der Meppel zunächst im BW die Vorräte ergänzen.
Erst kommt wieder der Plan zu. Am Viadukt der ehemaligen Strecke Alte Fähr Putbus vorbei geht es auf die 24 Kilometer lange Reise. Dann kann's losgehen für den GMP. Seelwitz ist Kreuzung mit dem anderen Planzug, der im heute üblichen Outfit der Rügenschen Bäderbahn daherkommt. Ausfahrt. Nach weiteren 8,5 Kilometer ist das Ziel Garftitz erreicht. Umsetzen wird von zahlreichen Teilnehmern in Bild und Ton festgehalten. Auch zufällige Zaungäste sind fasziniert. Schon kommt der Planzug aus Göhren angerollt. Morgen.
schönen Tag noch. Ja, gleichfalls, danke. Ah, hier, auf Victoria. Jetzt kann Meppel wieder Anlauf nehmen für die Steigung in die Granitz. Ein Foto halt in der Birkenkurve vor Selwitz darf natürlich nicht fehlen. Lange Schatten wirft die Abendsonne bereits, als der GMP im Posewald eintrifft. Tolles Licht für die Ausfahrt ist garantiert. Vorbei am BÜ Pastitz geht es nun zurück nach Putbus. Einen Farbtupfer setzt der frisch lackierte SKL in der Einfahrt. Für die Personale steht nun erneut Arbeit auf dem Programm, damit es am Sonnabend auf lange Tour nach Göhren gehen kann. Trüb und diesig ist es am Morgen im Posewald. Das sollte sich auch in den folgenden Stunden nicht ändern.
Vorbei am neuen Busbahnhof in Serams geht es nach Binz, wo ein Wasserhalt auf dem Programm steht. Fotografen vertreiben sich die Zeit mit Klönschnack und Detailaufnahmen. Dann kann es endlich weitergehen. Hinter Garftitz gilt es dann erst einmal, den Planzug mit der Vulkanlok zu beobachten. Dann zieht der Foto-GMP vorbei am verhangenen Jagdschlossblick nach Göhren. Doch damit geht es dann im zweiten Teil des Films weiter.